Liebe Freunde von Leanders Lieblingen, Weihnachten ist immer am 24., 25., 26. Dezember. Aber Ostern, wann ist eigentlich Ostern? Mal im März, mal im April. Aber warum ändert sich da das Datum? Jedes Jahr. Tja, darum geht es in dieser Geschichte von Frau Elschner und Frau Junge, die hier das Osterküken. Da drin ist es, in dem Ei. Und das ist Mama Hilde. Mama Hilde wundert sich, warum ihr Küken nicht auf die Welt kommen will. Denn das ist schon überfällig. Man kann das hier sehen, sie hat nämlich schon eine Strichliste gemacht. Und das finde ich so besonders reizend, denn es ist, wie man auf den ersten Seiten sieht, eine ausgesprochen zärtliche, liebevolle Illustration und eine absolut bezaubernde Geschichte. Und trotzdem ist es auch natürlich wieder ein Sachbuch. Das heißt, wir lernen darin viel mit Zahlen, Tagen, Wochentagen, Monatstagen, Monatsnamen. Und wir erfahren, warum Ostern immer wieder zu einem anderen Zeitpunkt stattfindet. Soll ich das jetzt verraten? Nee, ich glaube, ganz bestimmte Geheimnisse müssen in den Büchern bleiben und dürfen nur von denen gelüftet werden, die sie dann auch wirklich lesen. Nur so viel, es hat eine ganze Menge mit dem Mond zu tun. Und was wir hier schon gesehen haben, das ist Mama Hilde, die hat wiederum für ihr Küken, was nicht schlüpfen will, einen Strohhalm ins Ei geschlagen, sodass das Küken von innen sehen kann, wie der Mond rund und voll wird. Und was das wiederum mit den Osterfesttagen zu tun hat, tja, wie gesagt, das verrate ich nicht. Aber das alles erfahren wir hier. Und das ist ja schon wichtig, denn Kinder wollen ja gerne, dass der Osterhase zu ihnen kommt und der bringt die schönen bunten Eier. Und dass man darauf vorbereitet ist, dafür sollte man wissen, wann er kommt. Also, das Osterküken verrät uns das.